Shalom, Shalom. Herzliche Grüße wieder aus dem wunderbaren Uganda. Ja, ich habe einige Aufforderungen bekommen von Geschwistern aus Deutschland und Österreich und Schweiz, dass ich diese letzte Predigt, die auf Englisch jetzt und unseren YouTube ist, auch auf Deutsch mache. Und zwar, wohin bist du unterwegs? Wisst ihr, diese Zeit auf der Erde, das ist eigentlich nur ein kleiner Teil unserer Existenz. Und vor einigen Wochen hat Gott mir gesagt, ich soll predigen über Gericht. Ich sage, Papa, mag ich nicht. Predige lieber über Liebe und Vergebung. Und nein, predige über Gericht. Und so stelle ich mich jetzt Gott zur Verfügung und predige über Gericht. Ich habe noch nie eine Predigt gehört über die Hölle, über den Himmel. Aber ihr Lieben, wer den Himmel versäumt, die Hölle ist ihm garantiert. Und da möchte ich jetzt hineinsprechen in dein Leben und dir zeigen oder dich fragen, bist du auf dem richtigen Weg? Wisst ihr, wie Satan? Satan war ja der Luzifer, der Lichtengel, der war der Anbeter Gottes, der war total in der Nähe Gottes, aber in seinem Herzen wurde Stolz gefunden. Er wollte nicht mehr dienen, er wollte so sein wie Gott und vielleicht auch besser. Und er hat ein Drittel der Engel mitgerissen aus dem Himmel heraus. Und das sind jetzt seine Dämonen. Und auch die, die möglichst viel für uns zerstören wollen. Der Herr Jesus ist ja gekommen, um uns herauszukaufen aus der Gewalt Satans. Denn wie er die Erde gesehen hat, hat er gewusst, die reißt er sich auch unter den Nagel. Und er hat ja, der Satan ist sehr clever, der hat gewusst. Der Adam war so glücklich, dass er jetzt endlich eine Wow-Man hat, also ein echtes Gegenüber. Und hat er gewusst, wenn ich die Frau auf meine Seite bekomme, dann kriegt sie ihn auf die Seite Satans. Und so hat er sich mit der Frau möglichst gut ein gutes Verhältnis bekommen und sie überzeugen können, dass es gut ist, von diesem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen. Und sie hat es getan und hat auch ihren Mann dann gegeben. Und wisst ihr, der war so glücklich, dass er endlich ein Gegenüber hat. Er hat sie mehr geliebt wie Gott. Und dadurch kam dann der große Fall. Damit wurden sie wiedergeboren. Das heißt, sie wurden mit der Natur Satans geboren. Ich persönlich bin überzeugt, dass Adam und Eva im Paradies, die waren neutral. Aber da kam eben diese Unabhängigkeit, ohne Gott zu sein wie Gott, kam in die Menschen hinein und das ist bis heute noch. Der größte, traurigste Schachzug von uns Menschen selbst ist die Unabhängigkeit von Gott. Und wisst ihr, total von Gott abhängig zu sein, ist die größte Reife eines Christen. Und der Herr sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch gegeben. Oder habe deine Lust am Herrn und er gibt dir, was dein Herz begehrt. Oder suche zuerst mein Reich, meine Gerechtigkeit und alles andere wird dir zufallen. So, ihr Lieben, die Frage ist, bist du noch selber am Rudern? Oder hat Gott schon die Kontrolle in deinem Leben bekommen? Denn es geht wirklich, hat das Sagen in deinem Leben? Und zur Zeit, wisst ihr, bei vielen Menschen hat man den Eindruck, die Angst hat das Sagen. Nicht der Glaube, nicht ihre Verbindung mit Gott, sondern das, was sie so von den Medien hören. Und ich glaube, da wird gelogen wie noch nie bisher auf der Welt. Also, wir haben eine Entscheidung zu treffen. Wir entscheiden, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. In ewiger Verdammnis oder in ewiger Herrlichkeit. Und Gott will nicht, dass einer von uns verloren geht. Will er nicht. Gott liebt uns so sehr, er will uns alle bei sich haben. Aber er will keinen zwingen. Gott lässt den freien Willen. Und du hast die Entscheidung, wo verbringst du die Ewigkeit. Und da möchte ich euch jetzt ein paar Schriftstellen vorlesen, die für mich sehr entscheidend sind. Im Johannes 14,6 heißt es,
Ich bin der Weg, sagt Jesus, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Als ich diese Schriftstelle das erste Mal vom Heiligen Geist geoffenbart bekam, habe ich gewusst, ich bin verantwortlich, dass ich allen Menschen, die Gott in mein Wirkungsfeld bringt, dass ich denen klar mache, dass es nur einen Weg gibt in die ewige Herrlichkeit. Und zwar durch unsere Annahme von dem, was Jesus Christus für uns getan hat. Und wenn wir ihn aufnehmen in unser Leben, dann erst sind wir Kinder Gottes. Vorher sind wir Geschöpfe Gottes. In Johannes 1,12 heißt es, alle, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Also diese Schriftstelle im Johannes 14,6, vor vielen Jahren habe ich die gelesen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand, ihr Lieben, es ist so klar, kommt zum Vater als nur durch mich. Und da ist, glaube ich, bei mir ein missionarisches Herz entstanden. Ich habe gewusst, ich muss, wenn ich die Menschen liebe, jedem eine Chance geben, dass er von Jesus hört durch mich. Und so habe ich auch immer in meinem Auto viele Bibeln und schenke sie her. Ja, ihr Lieben, wir sind die Botschafter Jesu Christi. Wir sind die Repräsentanten des Allerhöchsten. Wir sind ein Liebesbrief Gottes auf dieser Welt. Und da ist natürlich die Frage, ist dein und mein Leben so attraktiv, dass die Menschen, die uns beobachten, auch wollen, was wir haben? Ist ja auch eine andere Frage. Aber im Johannes 1. Johannes 5,12 heißt es, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Ihr Lieben, das ist so klar, das kann ein Kind im Kindergarten verstehen. Es ist so eine scharfe Trennung. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Und das habe nicht ich geschrieben, das ist das Wort Gottes, ja. Und ich will mich an das Wort Gottes halten, denn das Wort Gottes ist ewig. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Jesus ist das lebendig gewordene Wort. Im Johannes 3, 16 bis 18. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes. Ihr Lieben, mit Jesus scheiden sich alle Geister. Jesus ist gekommen, um uns herauszukaufen aus unserer Misere. Denn wir alle wurden mit der Sündennatur geboren, weil der Adam ein Vertreter der gesamten Menschheit war. Und mit ihm ist die gesamte Menschheit gefallen. Und jetzt brauchen wir ein neues Herz, eine neue Geburt. Und wenn wir Jesus aufnehmen und mit ihm in Verbindung, in einer Liebesbeziehung leben, dann kommt ein verändertes Leben bei uns zustande. Dann bekommen wir den Geist, den Jesus hatte auf dieser Welt, den Heiligen Geist. Wenn wir glauben, uns taufen lassen, und zwar durch Untertauchen, ihr Lieben, und den Heiligen Geist empfangen, dann haben wir eine neue Dimension an Leben erreicht. Und jetzt möchte ich nur für die, die nicht glauben, dass es eine Hölle gibt, einige Schriftstellen vorlesen. Und übrigens, das ist das Wort Gottes. Im Jude 1,17, in ähnlicher Weise gaben sich Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte sexueller Unmoral und Perversion hin. Sie dienen als Beispiel für diejenigen, die die Strafe des ewigen Feuers erleiden. Matthäus 18,8. Wenn sie durch ihre Hand oder durch ihren Fuß stolpern, schneiden sie sie ab und werfen sie weg.
Es ist besser für dich, verstümmelt oder verkrüppelt ins Leben zu gehen, als zwei Hände oder zwei Füße zu haben und ins ewige Feuer geworfen zu werden. Das sind sehr klare Worte. Matthäus 12, 32. Wer ein Wort gegen den Menschensohn spricht, dem soll vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird weder in dieser noch in der kommenden Zeit vergeben. Also er ist verdammt. Markus 8, 47 und 48, Markus 9, 47 bis 48. Wenn sie durch ihr Auge stolpern, werfen sie es weg. Es ist besser für dich, mit einem Auge ins Reich Gottes einzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle geworfen zu werden. Ihr Lieben, das gibt uns eigentlich nur einen Hinweis, wie wichtig es ist, dass wir keinen Teil unseres Lebens dazu hergeben, um zu sündigen. Ja? Dann in Matthäus 13, 2. Es wird sie in den Feuer und wird sie in den Feuerofen werfen. An diesem Ort wird es weinen und mit den Zähnen knirschen. Offenbarung 19, 20. Und das Tier wurde ergriffen und mit ihm der falsche Prophet, der die Zeichen tat in seiner Gegenwart, durch die er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres empfangen hatten und die sein Bild anbeteten. Diese beiden wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Ihr Lieben, ich habe mich jahrelang geweigert, diese Schriftstellen auch nur zu lesen. Im 2. Petrus 2, 4. Denn wenn Gott die Engel nicht verschont hat, und zwar die, die sich gegen Gott aufgelehnt haben, die nicht mehr dienen wollten, wenn sie gesündigt haben, sondern sie in die Hölle geworfen und in finstere Gruben überführt hat, die dem Gericht vorbehalten sind. Dann, wisst ihr, viele Menschen sagen, Jesus war immer nur lieb. Nein, er war nicht immer nur lieb. Er hat die Sünde Sünde genannt. Die Pharisäer, die Scheinheiligen, die geglaubt haben, sie können ihr Leben oder ihre ewige Erlösung verdienen durch Gesetzeshalten. Matthäus 23, 33 sagt Jesus, ihr Schlangen, ihr Fippernbrut, wie werdet ihr der Hölle entkommen? Es gibt keinen anderen Weg, um in die Herrlichkeit Gottes zu kommen, außer durch Jesus Christus, was er für uns am Kreuz getan hat. Und wie er gesagt hat, es ist vollbracht, war es das Todesurteil für Satan. Er ist vom Kreuz, er ist nie getötet worden. Er hat seinen Geist aufgegeben. Und als sie dann mit der Lanze sein Herz durchbohrten, kam schon Wasser und Blut. Das ist ein Zeichen, dass er schon tot war. Wisst ihr, unsere Sünde hat ihn getötet. Und er stand direkt vom Kreuz in die Hölle gefahren. Und da hat Satan geglaubt, jetzt habe ich ihn in meinem Bereich. Aber Jesus fuhr in die Hölle, um dem Satan alle Rechte abzunehmen, die er durch Hochverrat von Adam und Eva bekommen hatte. Und dann ist er, weil keine Sünde mehr an ihm war und alles bezahlt war, ist er aus eigener Kraft aus der Hölle auferstanden. Und dann hat er uns 40 Tage Reich Gottes gepredigt. 40 Tage. Und darunter hat er dann auch gepredigt schon vorher. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Haben wir auch gebetet. Dann sind wir heraus aus der Kirche oder von unserer Gebetszeit und haben gelebt. Ich, mich, meiner, mir, Herr, segne doch uns vier. Ich glaube, unser Handeln hat mit dem Gebet in keiner Weise übereingestimmt. Okay? Dann schreibt er hier in der Offenbarung 20,14. Dann wurden Tod und Hades in den Feuersee geworfen, denn der Tod ist der Sünde Sold, ja? Dann wurden Tod und Hades in den Feuersee geworfen, dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Dann in Matthäus 5, 22. Aber ich sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zornig ist, vor Gericht schuldig ist. Und wer zu seinem Bruder sagt, du tauge nichts, wird vor dem obersten Gericht schuldig gemacht. Und wer sagt, du Narr, ist schuldig genug, um in die feurige Hölle zu gehen. Ich sage es euch, das sind schwere Worte, harte Worte.
Wir haben die Entscheidung zu treffen. Matthäus 10, 28. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Körper töten, aber die Seele nicht töten können, sondern fürchte ihn, der Seele und Körper in der Hölle zerstören kann. Matthäus 5, 29. Wenn, das ist wieder ähnlich wie die andere, wenn ihr rechtes Auge sie zum Stolpern bringt, reißen sie es heraus und werfen sie es von sich. Denn es ist besser für dich, einen Teil deines Körpers zu verlieren, als dass dein Körper in die Hölle geworfen wird. Wiederum, also bitte, das ist nicht, dass du jetzt wirklich dein Auge rausreißen sollst, aber dass du aufpassen sollst, was du mit deinen Augen betrachtest, was du in deine Ohren hineinlässt. Ihr Lieben, wir sind verantwortlich für diese Sachen. Ja, und dann noch im Jakobus 3, 6. Und die Zunge ist ein Feuer, die wahre Welt der Ungerechtigkeit. Die Zunge wird unter unsere Glieder gelegt als das, was den ganzen Leib befleckt und entzündet unser Leben und wird von der Hölle entzündet. Wisst ihr, ich möchte, dass wir alle uns im Himmel wiedersehen. Aber die Entscheidung liegt weder bei mir noch bei Gott. Sie liegt bei dir. Sie liegt bei dir. Und jetzt möchte ich euch noch aus dem Matthäus 25 was vorlesen, was mich sehr berührt hat und was uns zeigt, was der Unterschied ist zwischen Menschen, die nur sich selbst verwirklichen wollen und Menschen, die Reich Gottes auf diese Erde bringen wollen. In Matthäus 25, Vers 31, da steht, wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit, ich glaube, wir sind nahe daran, und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen. Ihr Lieben, nicht die Religionen, nicht die Konfessionen, sondern die Nationen. Wir machen jetzt eine ganze Serie von 48 YouTube-Botschaften über wahre Jüngerschaft. Und wisst ihr, Jesus hat nie gesagt, wir sollen hinausgehen und Kirchenmitglieder machen oder Konfessionszugehörige, sondern Jünger. Und ein Jünger wird erkannt dadurch, dass er seinem Meister immer ähnlicher wird. Und der Meister ist Jesus Christus. So, und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommet her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, und das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte und ihr habt mir zu essen gegeben. Mich dürstete und ihr habt mir zu trinken, Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf. Nackt und ihr bekleidete mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich? Oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf? Oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Ich muss euch noch dazu sagen, in Afrika hat Gott uns in einen sehr intensiven Dienst in den Gefängnissen von Uganda gerufen. Und am allerliebsten war ich immer, inzwischen haben andere das übernommen von unserem Werk, war ich immer bei den Todeskandidaten. Und ihr Lieben, die waren jeden Tag nicht sicher, ob sie erhängt werden. Und ich bin so super glücklich von denen herausgekommen aus dem Gefängnis, sage ich, Herr, ja, bin ich nicht ganz normal? Ich war bei Menschen, die können morgen schon erhängt werden und ich bin so glücklich. Sagt er, nein, du warst nicht bei Todeskandidaten, du warst bei mir. Da habe ich so gespürt, wenn wir in die Gefängnisse gehen, dann besuchen wir Jesus. So, lampe ich auf. Denn dann wird er auch zu denen zur linken Seite sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn mich hungerte und ihr habt mir nicht zu essen
gab sie mir nicht zu essen. Mich dürstete und ihr gab mir nicht zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich nicht auf. Nackt und ihr bekleidetet mich nicht. Krank und im Gefängnis und ihr besuchtet mich nicht. Dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig oder durstig? Oder als Fremdling oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr auch mir nicht getan. Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Ihr Lieben, wenn das nicht klare Worte sind, dann ist dir nicht zu helfen. Und ich bin so dankbar, dass Gott uns als, ja, wir sind über 1000 Mitarbeiter, in Afrika beruft, um den Ärmsten zu dienen und ihnen zu helfen, neues Vertrauen in Gott zu bekommen, dass Gott für sie ist. Und ich kann euch nur sagen, es ist für mich die größte Gnade, das größte Geschenk, dass ich tun darf, was ich tue. Viele Menschen sagen, Ma, was du leistest. Ihr Lieben, ich leiste überhaupt nichts. Ich leiste überhaupt nichts. Als ich nach Uganda kam, ich glaube, habe schon bei einem anderen YouTuber erzählt, war die Not so groß, dass ich gesagt habe, Herr, darf ich wieder zurückfliegen? Ich weiß nicht, wo anfangen und wo aufhören. Dann hat er gesagt, du bist nicht der Erlöser von Uganda. War ich wieder so groß mit Hut, ja? Und dann habe ich gesagt, was tue ich dann? Da sagt er, nur jeden Tag, was ich dir zeige. Und jetzt sind es schon fast 25 Jahre, dass ich jeden Tag sage, Herr, was ist das Abenteuer zwischen uns beiden heute? Was hast du vorbereitet? Und ich kann euch nur sagen, Gott hat alles schon vorbereitet. Alles. Er weiß genau, was gerade am wichtigsten ist. Und er gibt auch alles dazu. Er gibt mir riesige Aufträge. Ich habe jetzt über 1000 Mitarbeiter. Wir haben 5 Headquarters, also 5 Hauptteile unseres Werkes. Wir haben schon 16.000 Kindern die Gelegenheit gegeben, zur Schule zu gehen. Und es wächst und wächst. Und Gott sagt mir immer wieder, das ist erst ein kleiner Anfang von dem, was er mit diesem Werk vorhat. Also wenn du ein Teil davon werden willst, ihr Lieben, ich gebe alles den Armen, so viel ich nur kann. Und der Segen, der mir zurückfließt, ist unwahrscheinlich. Ich kann euch nur sagen, Gott liebt es, wenn wir denen, die uns nichts zurückgeben können, wenn wir denen schenken, dann wird Gott anfangen, deine Lasten zu tragen. So ermutige ich euch, auch in Deutschland, Österreich, Schweiz. Viele haben so viel Geld auf den Sparkassen, auf den Banken. Ich bitte euch, investiert es ins Reich Gottes. Dort wird euch ein echter Lohn zukommen. Ja, ihr könnt es, wo immer es der Herr zeigt. Nicht, dass ihr jetzt glaubt, ich werbe für unser Werk. Aber natürlich könnt ihr da auch investieren. Aber gebt es den Armen, schaut um euch herum. Gebt im Namen Jesu, gebt aus Liebe, gebt, weil Jesus euch den Weg in diese Richtung zeigt. Ja, so, also ich glaube, dass jeder bis jetzt erkannt hat, ich habe es in meiner Hand, wo ich die Ewigkeit verbringen werde. In der ewigen Herrlichkeit oder in ewiger Verdammnis. Ich flehe dich an, mach Frieden mit allen Menschen in deinem Leben. Mach Frieden. Denn Nichtvergebung. Wenn wir nicht in der Vergebung leben, kann Gott uns auch nicht vergeben. Und damit hast du auch keinen Zugang zur ewigen Herrlichkeit. Vergib allem, denn auch Jesus am Kreuz, und das ist der größte Liebesbeweis, den er gegeben hat, hat er gesagt, Vater, vergib ihnen, denn die wissen nicht, was sie tun. Das müsst ihr euch vorstellen. Er hat nur gegeben, er hat nur geheilt. Er hat nur Liebe gebracht und hat dann noch für die gebetet, die ihn gekreuzigt haben, geschlagen haben, die Dornenkrone aufgesetzt, angespuckt. Ihr Lieben, das ist Liebe pur vom Himmel. Und nur Jesus in dir,
Nur wenn du dein Leben so Gott anvertraust, dass du weißt, ich brauche den Heiligen Geist jeden Tag. Und der Geist wird dich genau dieselben Wege führen, wie Jesus auf dieser Erde gemacht hat. Und immer wieder höre ich, dass wir noch größere Dinge tun werden. Bin gespannt. Ich bin schon sehr dankbar, wenn ich alles tun kann, was Jesus getan hat. Aber wir dürfen uns ausstrecken, sogar nach den größeren Dingen. Wir haben schon, meine Köchin wurde jetzt im letzten halben Jahr von AIDS geheilt. Eine unheilbare Krankheit. Sie ist bumperlgesund. Und sonst auch unsere Kinder beten schon im Kindergarten für die kranken Kinder und die werden geheilt. Wisst ihr, Gott hat uns solche Autorität gegeben. Aber wir müssen nur daran glauben, vertrauen und auch darin kühn wandeln. Und bitte schaut euch unsere Videos an mit dem Pastor Isaac Wooten, einem messianischen Juden, die jetzt regelmäßig kommen, 48 Botschaften. Jesus möchte uns immer mehr verwandeln in seinen Charakter. Dich und mich. Und es kann nur geschehen, wenn der Heilige Geist in uns Raum gewinnt, mehr und mehr. You are who you are yesterday, today and forevermore. What you say is what you do. You never fail, you never change. You are faithful to the end. Faithful God, I worship you. I worship you. Oh, you're too faithful to fail me. You're too faithful to disappoint. You've proven yourself in my life, and now I've come to realize you're too faithful to fail me. If he has been faithful, you can join me. Say, you're too faithful to fail me. Oh, Jesus, you're too faithful to disappoint. So faithful to disappoint me.
yourself in my life. And now I've come to realize you're too faithful to fail me. Beloved Lord, you can never fail us, can never walk out on us. What to start, you are as finished. We know.